kaum ist die erste Linie Luther Beta Show online, ist mir auch schon der erste Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich es wirklich nicht mitbekommen, dass es wesentlich mehr als nur eine Uniform gibt. Und das auch schon in der Beta. Deshalb habe ich mich heute Morgen direkt wieder eingeloggt bei Star Trek Online, um noch einige Aufnahmen von den verschiedenen Uniformen für euch zu machen. Um die passende Klamotte für meinen neuen Charakter auszuwählen, muss ich natürlich als allererstes einen neuen Charakter erstellen. In diesem Fall habe ich einen Trill genommen, dem ich wiederum drei bestimmte Fähigkeiten zuordnen muss, bevor ich überhaupt weitermachen kann. Danach geht es natürlich wieder ins Aussehen, ich muss mir die Kopfform und sowas alles zurechtlegen, genauso wie die Körperform, bis ich dann endlich zu dem Menü komme, das mir tatsächlich entgangen ist bei der letzten Beta-Show. Customize Your Uniform heißt es und hier kann ich zwischen sechs verschiedenen vorgefertigten Uniformen auch diesen ganz tollen Advanced-Button drücken. Da gibt es wiederum etliche Auswahlmöglichkeiten. Ich kann ganz viele verschiedene vorgefertigte Uniformen nehmen, die ich in den einzelnen Teilen, in den einzelnen Farbteilen nochmal selber gestalten kann. Wie man hier sieht, gibt es auch ganz klassische, sehr, sehr bekannte Uniformen, wie aus dem Film The Next Generation. Alles, was das Trekkie-Herz begehrt, haben wir hier. Die große Farbpalette ist natürlich für uns Frauen was ganz, ganz Besonderes. Hier können wir wirklich wild zu den bescheuertsten Farben greifen, die uns so einfallen. Und jede einzelne Partie der Uniform so individuell einfärben, wie wir das denn dann möchten. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch eine von verschiedenen Insignien auszusuchen. Da gibt es Unterschiede im Aussehen. Außerdem könnt ihr euch auch noch den Rang anzeigen lassen. Hier habt ihr natürlich nur die Auswahl zwischen einem kleinen Button oder halt keinem. Zusätzlich könnt ihr zwischen vier verschiedenen Hosenarten auswählen. Da gibt es einige unterschiedliche, je nachdem was euch gefällt. Sucht euch einfach aus. Und auch hier gibt es verschiedene Farbkombinationen, die ihr bei der großen Farbpalette so auswählen könnt, wie es euch gerade passt. Und passend zu der Hose habt ihr auch noch die Auswahl zwischen unterschiedlichen Schuhen bzw. Stiefeln. Auch da gibt es vier verschiedene, die ihr auch wiederum in ihrer Farbgebung so anpassen könnt, dass es zum Rest der Uniform passt oder halt total anders aussieht. Auch hier gibt es natürlich wie bei allen Charaktererstellungsmenüpunkten den ganz, ganz beliebten Randomize-Button. Also einfach ein paar Mal draufklicken, falls ihr euch überhaupt nicht entscheiden könnt und vielleicht ist ja dann das Passende dabei. Da könnt ihr dann wiederum auch immer wieder die Farbkombination so wechseln, wie ihr möchtet. Der Sicherheit halber habe ich mir hier nochmal die zehnte Möglichkeit rausgesucht, nämlich die, dass ihr eure eigene Rasse erstellen könnt. Und wie sich das gehört, müsst ihr natürlich zuallererst die vier Fähigkeiten eurer Rasse heraussuchen und die optischen Dinge klären, wie die Kopfform, die Hautfarbe, wie Alien-like muss das Ganze aussehen und so weiter und so weiter. Nämlich erst, wenn ihr das alles irgendwie festgelegt habt, kommt ihr zu dem bekannten Menüpunkt, der mir in der letzten Beta-Show leider entgangen ist, nämlich der namens Customize Your Uniform. Auch hier habt ihr, wie bei der anderen Variante von vorhin, sechs verschiedene vorgefertigte Uniformen, zwischen denen ihr auswählen könnt. Könnt euch nicht so ganz entscheiden und wollt etwas Eigenes basteln, klickt auf den Advanced-Button, um auch hier die bereits bekannten Einstellungen vornehmen zu können. Noch die männlichen Charaktere schaue ich mir ein wenig genauer an. Obwohl ich eigentlich nur weibliche Charaktere spiele, dachte ich mir, könnte es doch nicht schaden, sich das auch nochmal anzuschauen. Hier habt ihr exakt dasselbe Menü wie davor auch. Ihr könnt hier zwischen den einzelnen Uniformen auswählen und auch hier natürlich die ganzen Farbkleckse so setzen, wie ihr möchtet.
Ich habe mich hier mal für eine ganz, ganz klassische Uniform entschieden und mal geschaut, was man denn alles Grauenvolles mit diesen Uniformen anstellen kann. Zuallererst vielleicht so ein unglaublich schickes grünes Hemdchen. Dazu dann unglaublich schicke rote Schulterbereiche. Und dann mal gucken, dass wir doch noch einen relativ neutralen Farbton im Brustbereich bekommen. Ihr könnt auch eure Insignie, die ihr da an der Brust sitzen habt, farblich bestimmen. Hier habe ich mir einen etwas knalligeren Ton ausgesucht, damit das ein bisschen mehr zum Vorschein kommt, was er da so hat. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eurem Charakter noch Handschuhe anzuziehen. Ihr müsst es nicht, ihr könnt es aber machen. Zusätzlich gibt es natürlich am Ende wieder die Qual der Wahl mit der Hose, aber zuvor geben wir natürlich den Handschuhen noch den unglaublich schönen grünen Farbton und suchen uns dann die passende Hose dazu aus, mitsamt den Stiefeln. Denn auch hier können wir natürlich ganz, ganz, ganz schicke Farben auswählen. Wie ihr sehen könnt, gibt es eine unglaublich große Auswahl an verschiedenen Uniformen, wo vor allem die Frauenherzen wahrscheinlich höher schlagen werden, weil wir hier uns total austoben können. Ich zumindest freue mich sehr darauf, dann endlich ab dem 2. Februar einen komplett vollwertigen Charakter zu erstellen mit einer wirklich schönen Uniform. Und wie versprochen, in der nächsten Ninja Nuta Beta Show werden wir uns um die Weltraumkämpfe kümmern.